Dann wollen wir mal. Wir haben ja eine Mission zu erledigen. Komm, geh auf. Warte, der Galaxis. Warum ist da ein großes, dickes, fettes X? Nur der kommandierte Offizier kann einfach. Aha. Okay. Das heißt, wir müssen erstmal unseren Oberst erschießen. Dann übernehmen wir die Normandie. Muhaha. Joker. So hieß er nicht, Jenkins. Gutes Timing, Commander. Ich wollte uns gerade in die Zitadelle bringen. Das ist die Citadel. Sieht eher aus wie ein ganz normales Sprungtor. Oh. Das sieht deutlich mehr nach der Citadel aus. Was für ein gigantisches Schiff. Die Ascension. Das Flaggschiff der Zitadellflotte. Größe allein ist auch nicht alles. Warum so empfindlich, Joker? Ich will damit nur sagen, dass man auch Feuerkraft braucht. Sehen Sie sich das Monster an. Sein Hauptgeschütz könnte jedes Schiff der Allianzflotte in Stücke reißen. Gut, dass es zu unseren Verbündeten zählt. Zitadellkontrolle, hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Bitte auf Freigabe warten, Normandy. Freigabe erteilt. Sie können mit dem Landeanflug beginnen. Ab jetzt übernimmt ein Allianz-Operator. Roger, Allianz Tower. Normandy out. Normandy, hier spricht der Allianz Tower. Bitte fliegen Sie jetzt das Dock an. Da will doch gerade einer gebannt werden. Ah, ist schon weg. Nachricht. Das ist ein Skandal. Wäre eine turianische Kolonie angegriffen worden, würde der Rat reagieren. Die Turianer gründen keine Kolonien am Rande des Terminus-Sektors. Botschafter. Die Menschen waren sich der Gefahr sehr wohl bewusst, als sie die Traverse besiedelten. Und Saren, ein Spectre außer Kontrolle. Ich verlange eine entsprechende Reaktion. Es steht Ihnen nicht zu, etwas vom Rat zu verlangen, Botschafter. Wir werden uns in der nächsten Sitzung anhören, was die Zitadell-Sicherheit zu den Anschuldigungen gegen Saren zu sagen hat. Aber nicht vorher. Captain Anderson, Sie haben ja Ihre halbe Crew mitgebracht. Nur das Landungsteam von Eden Prime, falls Sie Fragen stellen möchten. Ich habe die Missionsberichte. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie korrekt sind. Natürlich. Ist es Ihnen gelungen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren? Sie waren nicht sehr glücklich. Saren ist Ihr Top-Agent. Sie hören es nicht gern, dass er des Verrates beschuldigt wird. Er ist gefährlich. Es ist die Wahrheit. Sie sind blind. Saren ist eine Bedrohung für alle menschlichen Kolonien. Wenn Sie ihn nicht stoppen wollen, werde ich es tun. Commander, Sie haben schon mehr als genug getan, um Ihre Kandidatur als Spectre zu gefährden. Die Mission auf Eden Prime war eine Chance zu beweisen, dass Sie Ihre Aufgaben erledigen können. Aber leider ist Nihilus jetzt tot und der Sender verloren. Das ist Sarens Schuld, nicht seine. Dann wollen wir hoffen, dass die Zitadell-Sicherheitsuntersuchung Beweise für unsere Anschuldigungen findet. Ansonsten könnte der Rat die Sache als Ausrede nutzen, Sie aus den Rängen der Spectres rauszuhalten. Kommen Sie, Captain. Ich möchte ein paar Dinge vor der Anhörung besprechen. Shepard, Sie und Ihre Crew können uns im Zitadellturm treffen. Auf der obersten Ebene. Ich werde dafür sorgen, dass man Sie durchlässt. Gut. Und genau darum hasse ich diese Politiker so. Wichtige Positionen sind auf der Karte markiert. Drücken Sie M, um auf Sie zuzugreifen. M. Da haben wir. Was haben wir da? Aviana. Kolokin-Sender finden. Was haben wir hier? Da sind wir.
Sicherheitsübergangspunkt Untersuchung. Nee, erstmal komplett umgucken. Und wir sollten mal wieder speichern. Stand. Yay! Ah, Computerchen, einfache Dechiffrierung, manuelle Überbrückung. Wollen wir dann da drüben haben einen guten Punkt. Ich da. Bericht der Allianzpatrouille. Captain Henderson hat vor einigen ungewöhnlichen Energiesignalen während der Patrouillen durch das Agro-Rhino-Cluster berichtet. Sie äußerte besondere Bedenken bezüglich des Hydra-Systems. Wurde aber von dort abgezogen, bevor ihr Team weitere Nachforschungen anstellen konnte. Für diesen Sektor sind keine Patrouillen geplant. Ob wir ein Aufklärungssystem dahin entsenden sollten? Ja, auch nicht. Neues Tagebucheinträgchen. So, wir haben noch ganz, ganz, ganz viel. So, Codex-Einträge. Vor 50.000 Jahren waren die Proteaner das einzige weltraumfahrende Volk der Galaxie. Sie wurden durch einen schnellen Vernichtungsschlag in der gesamten Galaxie ausgelöscht. Nur die Erbstücke ihres Reichs zeugen noch von ihrer Existenz. Es wird angenommen, dass sie die Massenportale und die Zitadelle erschaffen und damit zahllosen Völkern das Reisen und die Bevölkerung der Galaxie ermöglicht haben. Proteanische Ruinen finden sich auf einer Reihe von Planeten in der ganzen Galaxie. Diese seltenen Fundstücke sind oftmals ungeachtet ihres hohen Alters in bemerkenswert funktionstüchtigem Zustand. Ganze Generationen von Plünderern haben ihre vernichteten Städte und verlassenen Stationen durchforstet. Es gibt zudem Theorien, dass die Proteaner eine Rolle bei der Evolution der jüngeren Völker gespielt haben sollen. So finden sich zum Beispiel auf Kajay, der Heimatwelt der Hanar, deutliche Zeugnisse proteanischer Zivilisation. Und die Entdeckung eines proteanischen Observierungspostens auf dem Mars führte bei den Menschen zu einem erneuten Interesse an der Interventionsevolution. Die Anhänger dieser Theorie glauben, dass die göttlichen Mythen antiker Zivilisationen in Wahrheit Begegnungen mit Außerirdischen darstellten. Die sind vertont? Wenn die Geth einen Standort eingenommen haben, treiben sie die Toten und lebenden Opfer zusammen und spießen sie auf mechanische Dornen. Diese Dornen verwandeln die Opfer blitzschnell in ausgelaugte Hüllen, indem sie ihnen Wasser und Mineralien entziehen und sie durch kybernetische Komponenten ersetzen. Die kybernetischen Komponenten reanimieren das tote Fleisch und Gewebe und verwandeln die Leichen in seelenlose Tötungsmaschinen. Einige der Allianzsoldaten nennen diese Absaugdornen Drachenzähne. Eine Referenz an die mythologische Erzählung von Kämpfern, die überall dort dem Boden entsprangen, wo die Zähne des Drachen Ares eingepflanzt wurden. Die Drachenzähne und das Erzeugen von Husks haben wenig mit der sonstigen Technologie der Geth gemeinsam. Es ist unbekannt, warum diese synthetische Lebensform sich die Mühe macht, winzige Mengen wiederverwendbarer Spurenelemente aus organischen Körpern zu extrahieren. Der Einsatzwert der Husks als Stoßtruppen ist dagegen offensichtlich. Whoa. Die Geth sind ein humanoides Volk von vernetzten KIs. Vor 300 Jahren wurden sie als Arbeits- und Kriegsmaschinen von den Quarianern erschaffen. Als die Geth beginnende Zeichen einer technologischen Singularität zeigten, entschlossen sich die Quarianer zu ihrer Auslöschung. Aber die Geth gewannen den nachfolgenden Krieg. Dieser Vorfall führte zur legalen und systematischen Unterdrückung aller künstlichen Intelligenzen in der galaktischen Gesellschaft. Alle Geth sind Teil eines einzigartigen Intelligenznetzwerkes. Jede individuelle Einheit verfügt nur über rudimentäre animalische Instinkte. Wenn sie aber in größerer Anzahl und in unmittelbarer Umgebung agieren, steigert sich die intellektuelle Leistungsfähigkeit aller einzelnen Einheiten. In Gruppen können sie dann wie alle organischen Lebewesen Entscheidungen treffen, Situationen analysieren
und Taktiken entwerfen. Die Geth bevölkern den hintersten Abschnitt des Perseus-Arms, jenseits der gesetzlosen Terminus-Systeme. Zwischen ihrem Lebensraum und den Terminus-Systemen liegt der Perseus-Nebel, eine undurchsichtige dunkle Wolke aus Gas und Staub. Vor etwa 1200 Jahren wurden die Turianer eingeladen, dem Zitadellrat beizutreten und eine Rolle als galaktische Ordnungsmacht zu bekleiden. Die Turianer verfügen über die größte Flotte im Zitadell-Sektor und stellen die zahlenmäßig größte Streitmacht innerhalb des Zitadell-Militärs. Als ihr Lebensraum und Einfluss größer wurden, entschieden die Turianer, sich mit den Salarianern in militärischer und mit den Asari in diplomatischer Hinsicht auszutauschen. Trotz ihrer weltraumgreifenden Siedlungspolitik kam die Führungsschicht der Turianer zur Einsicht, dass sie bei einer Auslöschung der beiden anderen Völker mehr verlieren als gewinnen würden. In der autokratischen Gesellschaft der Turianer gilt die Disziplin als hohe Tugend. Zudem zeichnen sie sich durch ein hohes Maß an individuellem und gesellschaftlichem Stolz aus. Seit dem Krieg des Ersten Kontakts von 2157 gibt es immer wieder Spannungen zwischen Menschen und Turianern. Die Turianer nennen diesen geschichtlichen Abschnitt den Portal 314-Vorfall. Offiziell gelten die beiden Völker aber zurzeit als Verbündete und pflegen konfliktfreie, wenn auch zum Teil etwas unterkühlte, diplomatische Beziehungen. Die Zitadelle ist eine uralte Raumstation, mitten in der Galaxie, die wohl einst von den Proteanern gebaut wurde. Nach der Auslöschung der Proteaner wurde die Zitadelle von zahlreichen anderen Völkern besiedelt. Sie dient als politische, kulturelle und finanzielle Hauptstadt der galaktischen Gemeinschaft. Zur Wahrung ihrer Interessen unterhalten die meisten Völker eine Botschaft im Präsidium, dem inneren Ring der Zitadelle. Im Zitadellturm, im Zentrum des Präsidiums, befinden sich die Ratskammern der Zitadelle. Die Entscheidungen des Rats haben oft weitreichende Auswirkungen für die gesamte galaktische Gemeinschaft. Vom Präsidium aus erstrecken sich 5 Stationsarme, die Bezirke genannt werden. Ihre Innenbereiche wurden zu Städten ausgebaut, die von Millionen Einwohnern aus der gesamten Galaxie bewohnt werden. Die Zitadelle gilt als unzerstörbar. Bei einem Angriff werden die Arme geschlossen, sodass sie wie eine undurchdringliche Hülle funktionieren. Seit ihrer Existenz wurde die Station von einem mysteriösen Volk, den Keepern, gewartet. Cool. Jetzt zittert der Rat. Der Rat ist das Exekutivkomitee, das aus Abgesandten der Asari-Republiken, der Turianischen Hierarchie und der Salarianischen Union gebildet wird. Auch wenn der Rat über keine offizielle Autorität über die unabhängigen Regierungen der Völker verfügt, sind seine Entscheidungen doch von großer Tragweite für die gesamte Galaxie. Kein einzelnes Mitglied des Rates kann die anderen beiden Völker überstimmen. Und alle Vertreter haben ein vitales Interesse an Kompromissen und Kooperation. Jedes der Ratsvölker nimmt eine eigene und besondere Rolle innerhalb der galaktischen Regierungsarbeit ein. Die Asari gelten allgemein als Diplomaten und Schlichter. Die Salarianer beschäftigen sich mit dem Sammeln von Wissen und Informationen. Und die Turianer stellen den Großteil der militärischen Streitkräfte und der Friedenstruppen. Alle Völker mit einer Botschaft auf der Zitadelle gelten als assoziierte Mitglieder und sind gebunden an die Zitadelle-Konventionen. Assoziierte Mitglieder können ihre Anliegen vor dem Rat vortragen, haben aber keinen Einfluss auf die Entscheidungen. Die Allianz der Menschen wurde 2165 assoziiertes Mitglied des Rates. Spectres sind Agenten der Abteilung Special Tactics and Reconnaissance. Die Spectres müssen sich nur vor dem Zitadellrat verantworten. Sie sind militärische Eliteagenten, die zur Wahrung von Frieden und Stabilität in der Galaxie mit allen Rechten und Freiheiten ausgestattet werden. Sie operieren unabhängig, in Gruppen zu zweit oder zu dritt. Einige von ihnen sind engagierte Kämpfer für den Frieden, die versuchen, Konflikte durch Diplomatie zu lösen. Andere von ihnen sind kaltblütige Killer, die einzelne Personen skrupellos eliminieren, um Probleme zu lösen. Sie alle wissen, jeder auf seine Weise, wie man einen Job erledigt. Auch wenn dabei oft am Rande der galaktischen Gesetze operiert wird. Die Spectres wurden gegründet, nachdem die Salarianer dem Rat beigetreten waren.
Viele Jahre lang haben sie im Geheimen gearbeitet, als sogenannte Troubleshooter. Erst nach den kroganischen Rebellionen wurden ihre Aktivitäten öffentlich bekannt. Der Einsatz eines Spectres ist wesentlich unkomplizierter als eine militärische Operation. Aber ein solcher vom Rat angeordneter Einsatz deutet immer auf ein schwerwiegendes Problem hin. Yay, Probleme! Die Allianz ist eine unabhängige und übernationale Regierung. Die Allianz ist eine unabhängige und übernationale Regierung der Menschen. Sie vertritt die Interessen der Menschen und ist verantwortlich für die Verwaltung und den Schutz aller extrasolaren Kolonien und Stationen. Aus praktischen Gründen wurde die Allianz aus mehreren Raumfahrtabteilungen verschiedener Nationen gegründet. Die Planeten des heimischen Sonnensystems wurden jeweils von einzelnen Nationen erforscht und erschlossen. Die Kosten für die Kolonialisierung ganzer neuer Sonnensysteme können nicht von einer Nation allein getragen werden. Da die Menschen von der Existenz Außerirdischer überzeugt waren, gab es einen deutlichen politischen Willen, einen solchen internationalen Bund einzugehen. Allerdings genoss die Allianz vor dem Krieg des ersten Kontakts nicht den größten Respekt. Während die nationalen Regierungen noch darum stritten, wer die Aufgabe der Befreiung Shang-Chis übernehmen sollte, startete die Allianz ihren entschlossenen Angriff. Die öffentliche Anerkennung der Leistung der Allianz führte schließlich zur Gründung eines eigenen Parlaments und dem Mandat, die gesamte Menschheit zu vertreten. Jo. Die Terminus-Systeme befinden sich auf der abgelegenen Seite der Attika-Traverse, noch hinter dem vom Zitadellrat verwalteten und von der Allianz beanspruchten Bereich. Das wird die Leserunde. Dort leben nur einige unbedeutende und zerstreute Völker, die sich einzig darin einig sind, die Autorität des Rates und die Ratskonventionen nicht anzuerkennen. Aber diese Unabhängigkeit hat ihren Preis. In den Terminus-Systemen lodern immer wieder Konflikte auf. Aufgrund der ständig wechselnden Regierungen und Diktaturen sind Kriege unter den dortigen Völkern an der Tagesordnung. Die Region gilt als Paradies für illegale Aktivitäten, maßgeblich Piraterie und Sklavenhandel. Mindestens einmal pro Jahr greift eine Flotte aus den Terminus-Systemen die nahegelegene Attika-Traverse an. Diese Angriffe stellen normalerweise kleinere Raubzüge gegen unzureichend verteidigte Kolonien dar. Der Rat reagiert nur sehr selten auf diese Übergriffe, da regelmäßige Patrouillen in den Terminus-Systemen die dortigen Völker provozieren könnten, sich zu vereinigen und einen langen und verlustreichen Krieg gegen den gemeinsamen Feind zu beginnen. Ich hab Angst vor Sekundär. Biotik bezeichnet die seltene Fähigkeit von Lebewesen, über einen elektrischen Gehirnimpuls dunkle Energie zu manipulieren und Masseneffektfelder zu erzeugen. Lebewesen mit biotischen Fähigkeiten benötigen intensives Training und chirurgisch implantierte Verstärker, um praktisch nutzbare Masseneffektfelder zu erzeugen. Die jeweilige Stärke der biotischen Fähigkeiten variiert zwischen den Völkern und den jeweiligen Trägern. Es gibt drei Kategorien biotischer Fähigkeiten. Bei der Telekinese können Objekte mit Hilfe massenverringernder Kräfte angehoben und bewegt werden. Mit Hilfe massenvergrößernder kinetischer Felder wiederum können Objekte fixiert und als Blockade eingesetzt werden. Und schließlich können Massenfelder mit räumlichen Verzerrungskräften Objekte auseinanderreißen. Die meisten organischen Lebewesen sind in der Lage, biotische Fähigkeiten zu entwickeln. Allerdings sind dabei auch Risiken involviert. Biotische Fähigkeiten werden geweckt, indem man Babys noch in der Gebärmutter Element Zero aussetzt. Zumeist hat dies eine tödliche Krebserkrankung zur Folge. Aber in seltenen Fällen bilden sich im Nervensystem des Fötus auch neue Synapsen heraus. Okay. Wenn eine elektrische Spannung an Element Zero angelegt wird, kann die Masse eines Raumzeitvolumens vergrößert oder verringert werden. Durch eine positive Spannung wird eine Masse vergrößert. Durch eine negative Spannung wird eine Masse verringert. Je größer die Spannung, desto stärker werden das dunkle Energiefeld und der Masseneffekt. In der Raumfahrt können mit Niedrigmassenfeldern ÜLG-Reisen und kostengünstige Orbitaltransporte realisiert werden. Hochmassenenergiefelder erzeugen dagegen künstliche Schwerkraft, mit denen zum Beispiel Trümmerfelder im Flugkorridor eines Transportes geräumt werden können.
In der Materialfertigung ermöglichen Niedrigmassenfelder die Herstellung hochwertiger Legierungen und Hochmassenfelder die Herstellung hochkompakter und maximal belastbarer Baumaterialien. Insbesondere das Militär macht sich diese neuen Antriebstechnologien zunutze. Bei den meisten Armeen zählen Masseneffekt-Kampffahrzeuge mittlerweile zur Standardausrüstung. Masseneffektfelder spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Erzeugung kinetischer Barrieren oder Schilde gegen feindlichen Beschuss. Hey. Universalwerkzeuge sind Handgeräte, die eine Kombination aus einem Mikrocomputer, einem Analysesensor und einem Allzweckwerkzeug darstellen. Mit den hochpraktischen und verlässlichen Universalwerkzeugen kann die Funktionalität der meisten Standardausrüstungen, unter anderem auch Waffen und Panzerungen, aus der Distanz analysiert und beeinflusst werden. Mit dem Fabrikationsmodul lassen sich zum Beispiel dreidimensionale Objekte aus gewöhnlichen Plastik, Keramik oder Leichtmetallresten anfertigen. So lassen sich mitten im Kampfgeschehen Reparaturen und Modifikationen fast aller Standardgegenstände vornehmen und aufgesammelte Ausrüstung neu verwenden. Universalwerkzeuge zählen bei Soldaten und Koloniepionieren zur Standardausrüstung. Nett. Rüstung, Waffen und Ausrüstung. Yeah. Kampfanzüge bieten dem Träger Schutz durch ihr zweischichtiges Schutzsystem. Die innere Schicht besteht aus einer textilen Schutzschicht mit kinetischen Schutzpolstern. Bereiche wie Brust oder Schienbein, die nicht flexibel gestaltet sein müssen, sind mit Verstärkungsschichten aus leichter, ablativer Keramik ausgerüstet. Die äußere Schicht des Kampfanzugs besteht aus automatisch generierten kinetischen Barrieren. Objekte, die mit einer bestimmten Geschwindigkeit einschlagen, lösen das Reflexsystem der Barrieren aus und werden entsprechend der Energieversorgung der Schilde abgelenkt. Zusätzlich schützen die versiegelbaren Kampfanzüge den Träger vor extremen Temperaturen und atmosphärischen Drücken. Zur Standardausrüstung zählt ein integriertes Mini-Frame-System mit Kommunikations-, Navigations- und Sensorfunktionen. Das Mini-Frame-System ermöglicht Empfang und Anzeige von Suchwaffensystemdaten und ermöglicht damit einfaches Lokalisieren und Ausschalten von Feinden. Kinetische Barrieren, die allgemein nur Schilde genannt werden, bieten effektiven Schutz gegen die meisten Massenbeschleunigungswaffen. Die Wirkungsweise ist dabei für Schiffshüllen wie für die Kampfanzüge der Soldaten die gleiche. Die kinetischen Barrieren sind Repulsiv-Masseneffektfelder, die von Emittern genährt werden. Die Barrieren dämpfen den Einschlag kleinerer, hochbeschleunigter Objekte. Das System kann somit Kugeln und andere gefährliche Projektile abfangen, ermöglicht es dem Träger aber, sich hinzusetzen, ohne den Stuhl unbeabsichtigt wegzuschieben. Die Schutzschilde durch kinetische Barrieren bieten keinen Schutz vor extremen Temperaturen, Giften oder Strahlung. Okay. Das Medigel ist eine medizinische Heilsalbe, die von Ärzten, Rettungssanitätern und dem Militär eingesetzt wird. Sie ist vielseitig anwendbar. Als Lokalanästhetikum, Desinfektionsmittel und Blutgerinnungsmittel. Oder alles in einem. Nach dem Auftragen haftet das Gel so lange fest auf der betroffenen Stelle, bis es durch Ultraschall gelöst wird. Das Gel ist widerstandsfähig gegen Flüssigkeiten, vor allem Blut sowie Erreger und Gase. Das Gel ist ein genetisch verändertes Plasma, das von der Sirta Foundation, einem medizintechnischen Mega-Unternehmen, entwickelt wurde. Technisch gesehen verstößt das Medigel gegen die Gesetze zur Gentechnologie. Aber der Erfolg des Medikaments hat ein Verbot bis jetzt verhindert. Hey, damit sind wir einmal durch. Jetzt haben wir sekundär. Ah, das wird nicht vorgelesen. Detailstatistiken. Mensch, nur die Allianz. Technologie. Bioverstärker. Ja. Tagebuch. Missionen. Zitadell Sands Schuld beweisen. Sie müssen vor dem Rat bla. Aufträge, ungewöhnliche Signale. Auch der Citadel haben einen Allianz-Patrouillen-Report entdeckt. Eine der Patrouillen hat einige ungewöhnliche Aktivitäten im Hydra-System. Gut.